and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe mit fast allen aus dem Team Pietz. Mit Christian ist mit dem Hund. Dalu ist natürlich wieder mit am Start, worüber ich mich sehr freue. Hallo, und wir spielen Dalu heute dann logischerweise ohne Teams. Hallo, schönen guten Tag. Wie geht's euch? Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist aufgefallen, dass Dalu, glaube ich, einen kleinen hat. So warum, weil er so gut den Computer spielt? Wie ist dir das denn aufgefallen? Es gab mal vor vielen, vielen Jahren, ich weiß nicht mehr das genaue Jahr, ja, aber da gab es ein Video im Internet, das ist der Cheat Report, ja. Und Dalu, also wenn du die Aufnahmen, wenn du die Aufnahmen dir anguckst, halt, siehst du halt immer noch, also er ist halt nicht so ganz gut in After Effects, aber wie die roten Kästen immer noch so gerade eben wegretuschiert worden sind. Das heißt, Dalu hat einen kleinen, weil er cheatet, meinst du? Ja. Naja, das sag nicht ich, ja, das sagt der Cheat Report. Ja, aber der Untertitel des Cheat Reports ist ja Ausnahmen bestätigen die Regel. Du bist also das heißt, du cheatest, aber du hast. Aber du hast trotzdem voll den langen Schwengel? Alter, dein Leben möchte ich haben, ey. Okay, gute Antwort. Ah. Vielleicht hast du doch einen kleinen Dalu. Oh, fuck. Ah, der Jay ein Geschwindigkeits-Item. Ja, aber ich habe einen Fehler gemacht. Und Peter fickt mich. Die Abkürzung ist ganz schön. Oh. Alter, wie viel Bananen Peter hat? Der Bananen-Peter, ey. Der Bananen-Peter. Ja, ohne Witz. Peter ist ein Kümmel-Peter. Peter ist bestimmt in Wirklichkeit ein Minion und steht voll auf Banana. Ach komm, jetzt kriege ich hier alles ab, ey. War richtig scheiße von mir. Wo ist der Bananen-Peter da vorne fährt? Das ist schlecht. Da fährt ein unsichtbarer roter Pilz! Mushroom! Das ist jetzt unglücklich. Ja. Nein! Habe ich jetzt gerade die blaue abgewehrt? Kam da eine blaue? Ja. Ja, die habe ich abgewehrt. Danke, Dalu! Ach ja, komm, das hätte aber nicht möglich sein, nur wenn es so nett war am Anfang der Folge. Da hat irgendeiner eine rote und eine blaue abgeschickt und ich wollte nur die rote blocken. Oh lol. Das ist krass, dass die beim Vorbeiflug du auch die blauen abwehren kannst. Mit der Tröte. Hab ich noch nicht gemacht, glaube ich. Als erster kannst ich glaube, ich bin mir sowieso. Ich bin am überlegen, ob das tatsächlich noch ein First ist. Überhaupt schon mal passiert ist in all den Folgen, die wir jemals Mario Kart 8 und Mario Kart 8 Deluxe gespielt haben. Ja, aus Versehen bestimmt. Ja, aber dann, ohne, dass man es mitbekommen hat. Ohne, dass man es mitbekommen hat, vielleicht. Aber dann, ja, kann sein. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Die Zuschauer wissen es vielleicht. Ja, check doch mal alle 500 Folgen Mario Kart. Ja, vielleicht haben die das ja im Kopf. Das stimmt. Da müsst ihr eigentlich in der unfassbar guten Statistik drin stehen. Wie viele Blaue wir schon mit der Tröte gekillt haben, obwohl wir nicht die Ziel der Blauen waren. Genau, dieser Punkt steht doch bestimmt in der Statistik drin, oder? Wäre nice, also wenn, aber ich fürchte, das ist nicht der Fall. Wenn das nicht der Fall ist, dann finde ich, dass der Statistik nochmal alle Folgen ganz muss. Schön lazy ist. Ne, alle Folgen Erstellerin, je nachdem. Ja. Also ganz ehrlich, weil da erwarte ich halt von jeder normalen Statistik, die sowas aufzeigt. Mindestens. Oh nein, oh fuck. Ah, flieg du mal außerhalb des Stadions, Peter. Das ist ja die gute Arena. Alter. Bühne war fies. Aber sie hat mich getroffen, ist das Problem. Das stimmt. Oh oh. Nope, Sepp, sorry. Mann! Nope, Sepp, sorry. Nein! Ein Rammen? Ja. War ein Fehler. Ja, war das ein Fehler? Ich hab geknallt, hab den Drachen geweckt. War kein Sepp. Fehler, ich wollte die Rote treffen. Was den Drachen? Das war ein Fehler. Binge watchst du gerade wieder die ersten Seasons von Game of Thrones oder was? Du hast den Drachen geweckt. Du hast gesagt, das war ein Fehler. Ich bin aufhören mit den Roten, nur mal so als ganz nett gemeinte Anfrage. Die Roten. Alter, kommt direkt scheiße. Die nächste. Ja, die ist nicht. Achso. Okay, das. Nein! Alter, Bram, hör auf! Die Rampe nicht treffen. Lass doch jetzt los, Lakino! Und Stern! Ach, das war ja richtig klug, ey. Hab ich das meine rote. Nicht, ey. Hab meine rote nach vorne geschossen und die mit meiner grünen gekillt. Das ist gut, Jay. Wieso ist denn die grüne dann überhaupt schneller als die rote? Das dürfte ja schon gar nicht sein. Hätte er eigentlich den Darwin Award? Ja. Ja.
Die kriege ich, glaube ich, wenn ich jedes Mal, wenn ich dieses Spiel spiele. Gibt neue zertifizierte Preisträger im Jahr August 2017, ja? Und die beiden Top-Leute sind: ein 28-jähriger Lastwagenfahrer wollte demonstrieren, dass sein Spion-Kugelschreiber in Wirklichkeit eine funktionsfähige Pistole war. Er hielt sich an den Kopf und drückte ab und hatte recht. Was? Die Waffe funktionierte. Oh, und Platz 2 war, der Anführer einer christlichen Sekte übte in einer Badewanne, wie Jesus auf dem Wasser zu gehen. Er starb, als er auf einem Stück Seife ausrutschte. Oh. Alter. Also finde ich aber passende Leute quasi. Also das sind wirklich gute, gut gewählte Preisträger. Also die haben es auch verdient, so, finde ich. Ja. Ich mag den Darwin Award. Jeden Monat gibt es wieder die neuen Top-Leute. Ist immer geil, wie die Leute abkratzen. Jeden Monat die neuen Top-Idioten. Das ist quasi deutsches Trash-Fernsehen anders. Quasi, ja. Das sollte niemand eine Serie zu machen. Wer ist gibt ja dafür das da, doch, dass halt dumme Menschen online sollen quasi nicht den Genpool weiter vererben, ihren Genpool oder in den Genpool weiter vererben? Och, das ist jetzt gerade. Deswegen wird ja dieser Darwin Award vergeben. Ja, aber das sind ja viele gute Leute, die können ja eh nicht mehr weiter vererben. Genau, wer sich auf die dümmste Art und Weise selbst aus dem Genpool rationalisiert hat. Genau. Genau. Oh, oh, oh. Bei mir hier. Oh, die Abkürzung ist ganz schön nice, ey. Ja, das ist nicht die richtige. Lalo hat die richtige gemacht. Warum hältst du die Banane in der Hand, du Gandove? Ich hab's zumindest versucht, aber ich hab's nicht getroffen. Ne, Peter. In den Urlaub. Wurde aber auch andererseits, habe ich heute gelesen. Oh! Ich weiß nicht mehr wann. Einer Mutter das Sorgerecht entzogen, weil sie zu dumm ist, vom IQ das Kind zu fragen. Das war Rache! Ne, das war nicht Peter. Das ist Assi gewesen. Wow. Ach komm. Das kann ja. Das war jetzt asozial. Nur einmal das falsche Item gekriegt Uren und schon Smith am Arsch. Das war jetzt asozial. Ich hatte wieder die Pflanze und 3 rote. Dann konntest du ja die 3 rote wieder nicht schießen. Huren Smiths überholt. Sei nicht so gemein zu mir. Okay. Huren Smiths überholt. Wie frech. Aber nicht in der Gesamtwertung. Nee, das sowieso nicht. Das sowieso nicht. Ja? Was wird es? Das ist immer wieder so das spannend. Oh, das wird. Bailand, meinst du? Haben wir jetzt aber echt schon ein bisschen nicht mehr. Setz mal den Kopf, würde ich sagen. Ganze Aufgabe-Session. Das stimmt. Tuff. Wie ein Profi zwischen den Items durchgefahren. So kennt man mich. Achso, ich dachte, du meinst mich. Aua. Weil wir das gleiche passiert. Ich auch. Ist. Ich habe auch kein Item bekommen. Und wer hatte wow die rote? Ja, das fange ich auch wirklich nämlich getroffen. Weil ich habe nämlich kein Item gekriegt, weil der Typ. Nee. Selbst ist der Einzige, der ein Item am Anfang bekommen hat. Irgendwer kann, muss es ja auch können hier. Roji! Nein, das war du von mir. Ich wollte an deiner Banane lecken. Also, nice. Oh geil, fahr ich nochmal durch die Items durch, easy. Dalu! Alter, hat Dalu Stern und 3 Pilze. Oh nein! Das war eine Bombe. Das war lustig. Richtiger Brüller. Jetzt Alter, hört aber auf mit diesen Pilzen, ey, das gibt es doch nicht. Dalu soll nach vorne kommen, Peter. Ja, aber das kann ich auch anders, indem ich andere abschieße, Alter. Ja, ich hab irgendjemanden getroffen und danach bin ich gegen die Wand gefahren. Also, mit Stern beispielsweise. Wo kommt denn noch die Rote her? Oh, Peter! Na, oh shit. Ach, oh, komm, Braven. Ey. Ja. Ne? Ach, Jay! Alter, Pip! Kein Bock mehr hier! Weißt du, jeder fährt an mir vorbei und gibt mir einen. Doch, Jay! Oh! Ich bin so perfekt Snobby die ganze Zeit hier vorne gefahren. Du machst das nicht, Snobby D. Und oh nein, man, ich hab nur Scheiße bekommen. Snobby D Pilz noch. Dieses Kackspiel. Ey. Hör auf mit dem Fiebuach. Jawohl, jetzt hast du die Banane gefahren. Scheiße, Alter. Ah, fuck, ey. Ja, das war ja sogar Alter noch knapp, ey. Ja. Das ist ein Pünktchen. Ja, nach vorne gekommen. Oh, ich kann weinen, ja, ey.
der Aufnahmefluch weg bei dir oder was? Oder vielleicht ist Christian der Fluch. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber Sepp war lustig. Tut mir auch leid, Sepp, aber da müsste ich einfach nochmal... Alter, also, jeder hat mal reingelunzt hier, ey. Fuck you all. Also würde ich das jetzt nicht unbedingt bezeichnen, aber die Grüße. Vorstellung finde ich irgendwie eklig. Das war mal wieder eine Folge Mario Kart 8 Deluxe. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Bis zum nächsten Mal. Nein! Tschüss. Ciao!